Im letzten Video haben wir uns den Ablauf einer IP-Adressvergabe per DHCP mal angeguckt. Da gab es einen Ablauf von vier Paketen. Ein Discover, den der PC geschickt hat, der eine IP-Adresse haben wollte. Der hat also quasi ins Netzwerk einmal reingebrüllt: Hallo, gibt es hier einen DHCP-Server? Wenn es einen gibt, hat er dann geantwortet, hat gesagt: Jo, wenn du willst, kannst du die Konfiguration haben. PC hat gesagt: Jo, alles klar, nehme ich. Und Server sagt: Bestätige ich dir nochmal. Das waren diese vier Schritte. Jetzt kann das aber auch mal schief gehen, weil was ist eigentlich, wenn kein DHCP-Server antwortet? Das heißt, ich gehe als PC oder als Host in so ein Netzwerk rein, gilt für jede Art von Host, muss kein PC sein, und möchte gerne per DHCP eine Adresse haben. Schicke also so ein Discover weg. Dummerweise gibt es jetzt keinen DHCP-Server oder der ist abgestürzt oder irgendwer hat ihn abgedockt oder, der ist falsch konfiguriert, whatever. Auf jeden Fall kriege ich keine Antwort. Das wollen wir uns jetzt auch nochmal im Detail angucken. Oder ja, auf jeden Fall den Packet Tracer einmal angucken. Und naja, jetzt muss ich dafür sorgen, dass dieser DHCP-Server nicht antwortet. Ich könnte ihn jetzt sehr konfigurieren oder ich mache was ganz Blödes, ich schneide das Kabel einmal durch. Das heißt, der DHCP-Server ist jetzt gewissermaßen weg. Jetzt gehe ich aber trotzdem hin und sage dem PC: Hallo lieber PC, besorg dir doch mal bitte per DHCP eine IP-Adresse. Und wenn ich da jetzt draufklicke, sieht man, was passiert. Requesting IP-Address. Der schickt jetzt im Hintergrund ein Discover weg. Kriegt aber keine Antwort darauf. Und dann meldet er zurück, dass das DHCP gefailed ist, also ist schiefgegangen. Und danach sagt er irgendwie: APIPA is being used. Whatever APIPA sein soll. Das gucken wir uns jetzt an. Im Ergebnis des Ganzen sehen wir allerdings was sehr Merkwürdiges. Und das ist was, was in der Praxis tatsächlich häufiger mal auftritt. Und wenn man das noch nie gesehen hat, hat man einfach nur Fragezeichen vorm Kopf. Der hat nämlich jetzt trotzdem eine IP-Adresse, aber eine, mit der man wahrscheinlich nicht gerechnet hat, nämlich eine 169254-15821. Wo hat der die denn her? Ja, noch eine Subnetzmaske sieht etwas anders aus, als was jetzt gewohnt sind, also die ist 255-255-00. Was hier passiert, sagt einem Packet Tracer eigentlich, und zwar sogenanntes APIPA. Dafür muss man aber die Abkürzung kennen. Und zwar ist das ein Verfahren, was verallgemeinert, also meinem Kenntnisstand nach heißt das APIPA eigentlich nur bei Windows oder in der Microsoft-Umgebung. Allgemeiner heißt das ZeroConf. Das ist eine Form von Adressvergabe, also das APIPA heißt Automatic Private IP Addressing. Das ist eine Form von Adressvergabe, bei der ein PC versucht, per DHCP eine Adresse zu bekommen, sie aber nicht kriegt. Und was er dann macht, nach einer gewissen Zeit, wenn er keine Antwort auf sein Discover enthält, er vergibt sich selber eine. Er würfelt sich gewissermaßen selber eine IP-Adresse. Allerdings aus einem vorgegebenen IP-Adressbereich. Also nicht irgendeine, sondern es gibt einen vorgegebenen Bereich, der fängt mit 169.254 an und die hinteren beiden Zahlen werden gewürfelt. Damit hat er dann eine IP-Adresse und kann damit kommunizieren. Wenn das jetzt mehrere PCs in so einem Netzwerk machen, ich mache das jetzt mal beim PC1, bringe ihn auch zu DHCP und stelle fest, das geht jetzt hier genauso schief. Sagt ihr mir jetzt auch gleich, APIPA being used. Dann habe ich jetzt also zwei Rechner, die haben sich selber so eine 169254-Adresse gewürfelt. Und das Interessante an der Sache ist, obwohl ich da nichts konfiguriert habe, also ich habe denen keine statische Adresse gegeben und es ist kein DHCP-Server da, können die jetzt plötzlich miteinander kommunizieren. Wir merken uns einmal kurz, dass der hier die 13202 sich gewürfelt hat. Und wenn ich jetzt in den anderen PC reingehe und den mal anpinge, also ping 169.254.13202, hoffe ich. Ich habe schon wieder vergessen. Dann kriege ich eine Antwort. Das heißt, der PC0 kann mit dem PC1 auch ohne DHCP und ohne statische Adressen kommunizieren. Das geht. Das geht auch in der Praxis. Allerdings hat das Ganze Einschränkungen, nämlich das geht nur lokal. Was ich nämlich nicht habe, das sieht man jetzt hier auch nochmal, wenn ich IP-Config mache, was ich nicht habe, ich habe zwar eine IP-Adresse und eine Subnetzmaske, aber ich habe keine Informationen über ein Default Gateway. Für die, die nicht wissen, was ein Default Gateway ist, das ist quasi dasjenige Gerät, üblicherweise ein Router, der mich aus dem Netzwerk raus befördert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel zu Hause sitze, ist mein heimischer Heimrouter, die Fritzbox oder was immer das dann ist mein Default Gateway. Ist also die Information, die mein PC braucht, damit er weiß, wie er das Internet erreichen kann oder wie er aus dem heimischen lokalen Netzwerk rauskommt. Diese Information ist per APIPA natürlich nicht zu generieren, weil woher soll klar sein, welches Gerät das sein soll, was einen aus dem Netzwerk rausbringt.
Dementsprechend funktioniert die Kommunikation nur lokal mit Geräten, die halt an dem gleichen Switch hängen oder über Switches verbunden sind. Ehrlich gesagt, muss ich sagen, sind mir nicht so wirklich viele Anwendungsfälle bekannt, wo man das gezielt einsetzt. Angeblich kommt das jetzt allerdings immer mehr. Bei IPv6 ist das Ganze nämlich nochmal ein bisschen anders und da ja IPv6 bald Stand der Dinge sein soll, wird das hier vielleicht in dieser Form auf jeden Fall aus. Ein Anwendungsfall habe ich mir mal sagen lassen, dass man das bei Kamerasystemen häufiger findet, bei so Überwachungskamerasystemen, die quasi in einem eigenen abgekapselten Netzwerk hängen, wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen. Und die haben dann diese 169254-Adressen und kommunizieren dann darüber mit ihrer Steuersoftware auf irgendeinem Server. Die brauchen dann tatsächlich keine Gateway-Information, weil das anders gelöst wird, sondern die brauchen nur irgendwelche IP-Adressen, die sind noch nicht statisch drin, die sind noch nicht per DHCP-Server vergeben, sondern das machen die über so ein IP-Zeugs. Ja, und in Summe habe ich also jetzt ein System, bei dem ich nichts konfigurieren muss, deswegen null Konfiguration und das trotzdem mit Einschränkungen irgendwie funktioniert. In der Praxis ist es allerdings, wie gesagt, so, dass es meistens eher ein Fehlerfall ist. Also das heißt, ich sitze vor irgendeinem Gerät, das hat so eine komische Adresse und üblicherweise heißt das einfach nur, das Ding konnte seinen DHCP-Server nicht erreichen. Und dann stelle ich vielleicht fest, okay, der Server ist abgeschmiert oder falsch konfiguriert oder irgendein Depp hat ihn vielleicht aus dem Switch rausgezogen. Und dann würde ich jetzt vielleicht in der Praxis hingehen und sagen, okay, ich schließe ihn mal wieder an, was ich jetzt hier auch mache. Und das führt leider nicht automatisch dazu, dass so ein PC, der sich einmal so eine IP-Adresse vergeben hat, sich sofort dann eine neue zieht. Das heißt, es gibt für den gar keinen Grund, jetzt hinzugehen und zu sagen, oh, ich versuche nochmal per DHCP und suche mir mal eine neue Adresse. Nö, die ist jetzt da drin. Und in der Praxis führt das eben dazu, dass diese ganzen Geräte, die jetzt einmal quasi dieses IP-Paar genutzt haben, auch in diesem IP-Paar-Netz hängen bleiben. Wenn man das jetzt in der Praxis nicht möchte, gibt es dann den entsprechenden Befehl für die Eingabeaufforderung. Und zwar mit ipconfig/renew kann ich jetzt hingehen, also erneuern, kann ich jetzt hingehen und den PC nochmal dazu zwingen, nochmal so ein Discover wegzuschicken. Also nochmal zu versuchen, den DHCP-Server zu erreichen, der ja jetzt in dem Netzwerk wieder da ist. Und wenn ich das mache, stelle ich dann in letzter Instanz auch fest, dass danach wieder alles beim Alten und alles in Ordnung ist. Vielleicht zur Erinnerung, er hatte vorher die 100, jetzt hat er die 102, aber das entsprach dem entsprechenden DHCP-Pool. Das heißt, ich kann quasi einen PC mit ipconfig/renew dazu zwingen, nochmal DHCP von vorne zu starten. Und wenn er dann den DHCP-Server erreicht, ist auch wieder alles gut für den.